Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Cooking Area. Heute machen wir zusammen gefüllte Palatschinken. Um den Teig herzustellen, müsst ihr Mehl, das Ei, Salz und Milch zu einem flüssigen Teig verrühren. In eine Pfanne gebt ihr etwas Öl und lasst es heiß werden. Nun gebt ihr so viel Teig in die Pfanne, dass ein flacher Palatschinken entsteht. Je nachdem, wie heiß eure Pfanne ist, müsst ihr den Palatschinken nach 3 bis 4 Minuten wenden. Den ausgebackenen Palatschinken belegt ihr mit Schinken und Käse. Anschließend rollt ihr das Ganze auf. Um panieren zu können, müsst ihr euch eine Panierstraße aufbauen. Danach wendet ihr die Palatschinken zuerst in Mehl, dann in Ei und dann in Semmelbröseln. Anschließend gebt ihr so viel Butterschmalz in eine Pfanne, dass der ganze Boden bedeckt ist. Nun lasst ihr die Palatschinken goldbraun ausbraten. Fragt, warum ich das Ganze Palatschinken nenne und nicht Pfannkuchen, gibt es dafür zwei einfache Gründe. Der erste ist, ich war in den letzten Tagen in Graz, in Österreich in der Steiermark und habe die Susi besucht. In Österreich nennt man das Ganze Palatschinken, nicht Pfannkuchen. Und zum zweiten sind Palatschinken noch etwas dünner und feiner als Pfannkuchen, so wie in diesem Rezept auch gemacht. Das war unser Video für diese Woche. Abonniert jetzt meinen Channel, kommentiert das Video oder hinterlasst einen Daumen nach oben oder nach unten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und kocht weiter!